Die, die das erste Buch schon kennen, wissen eh, um was es geht. Den anderen sage ich in einem Satz. Es geht um einen Schüler namens Lukas, 13 Jahre alt. Eigentlich in den Rezensionen, in den Zeitungsrezensionen steht immer ein Problemschüler. Der ist überhaupt kein, so sind alle. Also der ist überhaupt kein besonderer Problemschüler. Also ganz ein normales Kind. So meine Tochter ist ungefähr genauso und die Kinder meiner Freunde sind ungefähr genauso. Völlig normales Kind, kriegt viel schlechte Noten, ist pampert, ist in der Pubertät, ist dementsprechend muffig, ist übergewichtig, das trifft nicht auf alle zu, aber auch schon auf sehr viele. Ist in der Schule nicht wahnsinnig beliebt, ist aber trotzdem eigentlich sozusagen der Star des Buches. Also es bemühen sich die Eltern wahnsinnig darum, den durch die Schule zu bringen, es bemühen sich auch die Lehrerinnen und Lehrer wahnsinnig, aber alle machen es eigentlich ununterbrochen am Plätzchen. Und der Einzige, der in Wirklichkeit sozusagen kühlen Kopf behält und klaren Kopf behält und es eigentlich in Wirklichkeit ganz gut hinkriegt, ist der Lukas selbst. Und das ist ein bisschen die Botschaft. Es ist natürlich, es ist ein lustiges Buch. Also wenn man es liest, sollte man lachen können. Ich hoffe, das gelingt mir jetzt auch beim Vorlesen, dass Sie sich unterhalten. Es ist natürlich Schulkritik dahinter, nicht? Auf jeder Seite ist eine gehörige Portion Schulkritik dahinter. Denn so muss es nicht sein. Es könnte auch ganz anders sein, wenn wir in Österreich die Schule in der Schule lassen würden und sie nicht jeden Tag nach Hause brächten. Nicht? Jeder, der von Ihnen Eltern ist, weiß das, dass die Schule in den Elternhäusern erledigt wird. Ehrlicherweise. Und das ist eigentlich falsch. Das sollte so nicht sein. Es gibt Ausnahmen, Sie schütteln den Kopf. Es gibt also Ausnahmen offenbar, es gibt immer wieder ein paar. Ich versuche auch verzweifelt meiner Tochter zu erklären, dass ich nicht für ihre Referate zuständig bin und dass nicht wir Mathematik-Schularbeit haben, sondern du und nicht wir. Ja? Und dass das nicht mein Job ist, mich auszukennen mit den Sachen, die sie da lernt, weil ich kann es zum Großteil nicht einmal, obwohl ich selber Lehrer bin. Ich will es auch nicht können, als Lehrer schon überhaupt nicht. Da ist man den ganzen Tag mit Schulkindern zusammen und dann setzt ihr das zu Hause fort. Das ist fürchterlich, oder? Das ist kaum zum Aushalten. So, gut. Das erste Buch endet mit dem ersten Semester. Und dann kommt der Lukas, der fährt mit bei einem Schulskikurs, der in den Semesterferien teilweise stattfindet. Und dort bricht er sich die Wade. Es ist nicht wirklich ein Wadenbeinbruch, es ist nur ein Anbruch, aber es genügt, dass er 3 Wochen lang außer Gefecht ist. Also er verbringt die Zeit im Spital und dann zu Hause. Und für die Eltern beginnt eine wunderschöne Zeit, denn er ist 3 Wochen nicht in der Schule. Aber auch die schönste Zeit im Leben hat ein Ende. Und dieses wird eingeleitet durch die Lehrerin, und zwar durch einen handgeschriebenen Brief, weil das Mitteilungsheft hat ja der Lukas zu Hause, beziehungsweise ist mit der Zwischenzeit verloren gegangen. Also schreibt sie: Sehr geehrter Herr Gruber, wie ich, jetzt muss ich auf die Uhr schauen, weil ich darf Sie nicht übergebührend beanspruchen. Wenn man mit dem Lesen ist, merkt man ja gar nicht, und alle schlafen schon ein bisschen. So. Sehr geehrter Herr Gruber, wie ich heute durch Herrn Direktor Hofrat Dr. Dr. Weiser erfahren habe, wird Lukas ab nächster Woche wieder unsere 3a verstärken. Ich hoffe, dass die Verstärkung im zweiten Semester auch geistiger Natur ist. Ich gehe davon aus, dass Ihr Sohn seine verlängerten Ferien dafür genutzt hat, seine nicht unerheblichen Rückstände aus dem ersten Semester aufzuarbeiten. Das gilt insbesondere für Mathe, GZ, Englisch, Spanisch, Geschichte, Physik sowie Werken technisch und Werken Textil. Klammer, siehe beiliegende Notiz von Frau Professor Wum, weil die hat Wunderbaldinger geheißen im ersten Buch und hat aber einen Herrn Rowling geheißen und heißt jetzt Rowling, das Wum ist durchgestrichen, Rowling. Dass Lukas nach seinem Skiunfall auf der Skiwoche vom Turnen befreit ist, habe ich Frau Professor Sieberer, Turnlehrerin, bereits mitgeteilt. Sie hat es mit Fr durchgestrichen, Bedauern zur Kenntnis genommen. Magister Reinger Zöllner. Notiz beiliegend, handgeschrieben ebenfalls. Sehr geehrte Frau Gruber, Lukas hat sein Werkstück aus dem ersten Semester, Klammer, einen rot-weiß-roten Topflappen, im Design der österreichischen Nationalfahne, noch immer nicht fertig gemacht. Eventuell könnten Sie ihm beim Absteppen behilflich sein. Leider muss ich darauf bestehen, dass Ihr Sohn zumindest ein textiles Werkstück fertig hat. Außerdem müssen die wichtigsten Nadelstiche sitzen. Im zweiten Semester kommt jetzt noch die Nähmaschine dazu.
Ich hoffe, dass Sie Lukas Gelegenheit geben, auf einer Ihrer Nähmaschinen zu üben. Es muss ja nicht Ihre Lieblingsnähmaschine sein. Freundlich Professor J. Rowling. Sehr geehrte Frau Magistra Söllner, schreibt jetzt die Mutter. Eben ist mir Ihr Schreiben samt Notiz Ihrer Kollegin Rowling an meinen Mann in die Hände gefallen. Dazu eine Bemerkung einer praktizierenden Mutter und berufstätigen Frau. Nein, Lukas hat die ärztlich verordnete Bettruhe definitiv nicht dafür genutzt, seine, wie Sie schreiben, erheblichen Rückstände aufzuarbeiten. Unter anderem auch nicht jenen erheblichen Rückstand in Werken Textil. Sodass der Topflappen leider nach wie vor unabgesteppt vor sich hin lappt. Er scheint es jedoch zu verschmerzen, nicht die geringsten Auflösungserscheinungen festgestellt. Mit freundlichen Grüßen, Magistra Sabine Gruber. PS, ich habe mir gestern Abend erlaubt, meine erste Tiefschlafphase dem Studium der mitgelieferten Hausordnung zu opfern. Ist Paragraph 12, Anführungszeichen, wir schimpfen nicht, wir schreien nicht und wenn wir nicht gefragt werden, ist der Mund zu, Ausführungszeichen, ernst gemeint? Und was ist, wenn er einmal regelwidrig nicht zu ist? Wird er dann abgesteppt? Sehr geehrte Frau Gruber, danke zunächst für die höfliche Anrede Magistra. Allerdings lege ich auf gegenderte Titel nicht den geringsten Wert. Professor Söllner wäre die korrekte Anrede. Ohne dass ich auf Ihre Bemerkungen im Detail eingehen will, bitte ich Sie, sich in schulischen Belangen an meine Sprechstunden zu halten. Wie Sie wissen, betrachte ich meine E-Mails als Teil meiner Privatsphäre. Also die Mutter hat schon per E-Mail an die Lehrerin. Als Teil meiner Privatsphäre. Ich bitte Sie höflich, diese zu respektieren. Wie ich Ihrem Mann bereits mitgeteilt habe, wird Lukas ab Montag wieder ein Mitteilungsheft haben. Sehr geehrte Professor Söllner, Klammer, Anrede jetzt so recht. Wie ich jetzt auch noch einem Ihrer Mails an meinen Mann entnehmen musste, haben Sie meinen Sohn in seiner Abwesenheit versetzt, dass er nun nicht mehr neben seinem einzigen Freund in der Klasse, Nico van Butte, sitzen darf, finde ich ebenso traurig wie den Umstand, dass dies über seinen Kopf hinweg geschehen ist. Wird Ihnen Ihr Arbeitsplatz im Lehrerinnenzimmer auch weggenommen? Sobald Sie einen Ihrer jährlich, lassen Sie mich schätzen, 120 Tage Urlaub konsumieren? Ach nein, fast vergessen, in den Ferien sind Österreichs Lehrerinnen ja geschlossen auf Tauchstation. Mit freundlichen Grüßen, Magistra Gruber. PS, good news von der Topflappenfront. Lappen rundum fertig gesteppt. Gehen wir damit jetzt zügig Richtung Oberstufenreife? Also Sie sehen, das Verhältnis ist bereits am Anfang zerrüttet. Das wird nichts mehr. Es setzt sich also wieder der Papa Gruber hin und schreibt ein E-Mail. Liebe Frau Professor Söllner, eben habe ich von meiner Frau erfahren, dass sie in E-Mail-Kontakt mit Ihnen getreten ist. Dabei handelt es sich um ein Missverständnis. Ich bitte Sie höflich, weiterhin mich als Ansprechpartner in Sachen Lukas zu betrachten. Mit liebem Gruß, Walter Gruber. PS, in welche Klasse geht mein Sohn eigentlich? PPS, diesen Scherz habe ich bereits zu Beginn des ersten Semesters gemacht, aber bekanntlich ist ja Schule sowieso vor allem Wiederholung. So, und jetzt setzt er sich, wie auch schon im ersten Buch, am Abend dann zum Computer und verfasst so eine Art Schultagebuch, wo er sich alles von der Seele schreibt, was er sich heute wirklich denkt, was nicht in den Mitteilungsheften zu stehen hat, was er sich auch nicht traut hineinzuschreiben. Und sehr viel ist davon dialogisch, weil er erinnert sich also zurück, was 3 Stunden vorher oder 7 Stunden vorher passiert ist. Das löse ich in Dialogen auf. Ich werde versuchen, das letzte Mal hat die Frau Hofer mit mir das gelesen. War da jemand von Ihnen dabei? Das hat gut funktioniert und sie war gar nicht vorbereitet und hat das tadellos gemacht. Ja, nein, heute probiere ich es allein. Wenn es nicht gelingt, wenn keiner lacht, müssen Sie wieder herkommen. So, beginnt so. Womit Papa Gruber, damit meint er also jetzt sich selbst, nach 3 Wochen freiwilliger Abstinenz also wieder sein Computertagebuch aufschlüge.
Nur 3 Wochen seit der letzten Eintragung zum schulischen Sein und Schein meines Herrn Sohnes. Und mir sind sie vorgekommen wie 3 ganze Jahre. Glückliche Jahre, wie ich in Versalschrift fett und doppelt unterstrichen noch einmal betonen darf. Wie schrieb ich in meiner letzten Eintragung am 5. Februar? Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Wobei mir damals noch nicht klar war, ob ich das tote Pferd war oder der Reiter. Jetzt weiß ich es, ich war der Sattel. Nebenrolle und Arschkarte in einem. Unter mir der Rücken des Pferdes, genannt Schule. Auf mir der Hintern meines Sohnes, genannt Schüler. Gestern typischer Dialog mit meinem Herrn Sohn. Lukas, du weißt aber schon, dass du am Montag wieder Schule hast. Nur weil ich dich jetzt 24 Stunden am Tag mit deinem Smart-Trottel beschäftigt sehe. Der Sohn, ach ja, Schule, wo genau war die noch einmal? Wie durch so eine gebrochene Schülerwade kurzfristig familiäre Glückseligkeit bringen kann. 3 Wochen keine Hausaufgaben, 3 Wochen keine Referate, keine Noten. Wobei wir es in Lukas Fall ohnehin schon mit der vereinfachten Notenskala zu tun haben. Genügend, nicht genügend aus. Vor allem aber waren es 3 Wochen ohne Mitteilungsheft. Denn das Mitteilungsheft ist der wahre Feind des häuslichen Glücks. Sogar das Ehebett wird zur Kampfzone, wenn das Mitteilungsheft ins Rollenspiel kommt. Sie sehen, vielleicht so schaut es aus, wenn Eltern mit Schulkindern im Alter von 13 im Bett liegen. Ich kann Ihnen sagen, es schaut wirklich so aus. Man liegt sehr nebeneinander. Dialog zwischen den beiden. Die Mutter beginnt. Verstärkung. Sie hat Verstärkung geschrieben. Du weißt jetzt aber schon, Walter, dass das eine ganz gemeine Anspielung war. Verstärkung auch geistiger Natur, dass ich nicht lache. Ja, Anspielung? Anspielung bitte auf was? Sie, worauf heißt das, Herr Drehbuchautor, nicht auf was? Sogar deine 9-jährige Tochter weiß, dass das nicht auf was heißt, sondern worauf. Und dann regst du dich darüber auf, dass Lukas in Deutsch unterbricht sie. Biene, muss das jetzt sein? Kriegst du gerade deine Tage? Sie, ob ich meine also, was sollen diese Untergriffe, Baba? Und nein, ich krieg nicht meine Tage. Im Gegenteil. Mit dem fängt er jetzt nichts an. Sie sagt weiter. Auch geistiger Natur, Baba. Dieses auch. Das ist eindeutig eine Anspielung auf Lukas Gewicht. Verstärken, Baba. Die macht sich über die Figur deines Sohnes lustig und du als sein Vater rührst kein Ohr. Ja. Sabine, du projizierst deine eigenen körperlichen, deine Ängste auf deinen Sohn. Sie, wolltest du jetzt körperliche Defizite sagen? Welche körperlichen Defizite? Also jetzt bin ich sprachlos. Da trägt einer seelenruhig seinen täglich wachsenden Schmerbauch vor sich her, hat kaum noch Haare unter seinem lächerlichen, ich gehöre eh noch zu den jungen Kapperl, dafür wachsen sie ihm bei Nase und Ohren bereits heraus. Und ausgerechnet der will mir körperliche Defizite einreden. Welche Defizite? Meinst du meine Figur? Ja, Sabine, hör dir einmal beim Reden zu. Du beleidigst mich und unterstellst der Lehrerin, die außerdem noch der Klassenvorstand deines Sohnes ist, völlig an den Haaren herbeigezogene Anspielungen. Eine Klasse verstärken heißt eine Klasse verstärken. Und Klasse verstärken ist keine Anspielung auf Lukas Fettleibigkeit. Sieh, ha, da hast du's. Fettleibigkeit, du hast es selbst gesagt, du hältst Lukas für fettleibig. Du und diese Söllner, ihr zwei, er unterbricht, er ist fettleibig. Nur, dass die Frau Professor Söllner Lukas Fettleibigkeit in diesem Brief überhaupt nicht angesprochen hat. Und wieso liest du überhaupt meine Briefe? Der Brief war eindeutig an mich adressiert. Und zwar nur an mich, oder heißen wir neuerdings beide Herr Walter Gruber? Jetzt hat er ein bisschen Oberwasser, jetzt bleibt er drauf am Thema. Machst du das eigentlich, so sind die Männer, oder? Machst du das eigentlich öfter? Ich meine, dass du meine Post liest. Liest du sie dann wenigstens, nachdem ich sie gelesen habe? Oder manchmal auch vorher? Und wenn dir der Inhalt einmal nicht gefällt, ist dir schon vorgekommen, oder? Kriege ich den Brief dann meistens trotzdem? Oder nur nachdem ich meine Ich-bin-Jungmütze abgenommen habe. Sieh, es ist eben nicht eine Ich-bin-Jungmütze. Es ist ein lächerliches Ich-gehöre-noch-zur-Jugend-Kapperl. Das ist ein Unterschied, lieber Wawa. Ja, und sag nicht immer wieder Wawa zu mir. Du weißt, wie ich das hasse.
Dabei war das erst das Vorspiel. Gestern Nacht habe ich nämlich noch nicht gewusst, dass Sabine nicht nur meine Briefe liest, sondern auch noch meine E-Mails. Und redet sich dann darauf aus, dass ich ihr ja erlaubt hätte, meinen Computer zu benutzen. Rückblende. Sie: Schatz, brauchst du gerade deinen Computer? Meiner rührt sich schon wieder mal überhaupt nicht. Ja, na dann lösch doch bitte endlich ein paar Kilo deiner Häuser, Frau Architektin. Wozu speicherst du Baupläne aus den 70er Jahren? Sie: Das waren die 90er Jahre und nicht die 70er Jahre und das ist quasi Gegenwart. Ja, Gegenwart, die 90er. In den 90er Jahren gab's da und Minisex. Aus dieser Zeit hebt man sich nichts auf. Sie: Das passt aber heute eh super zu uns. Minisex. Ja, sehr lustig. Sie: Findest du? Dann sagen sie einmal beide nichts, eine Zeitl. Dann sagt er: Dann sag du zuerst deiner Tochter, dass sie mit 10 Jahren wirklich nicht mehr jeden Abend von der Mami eingeschlafen werden muss. Sie: 9. Laura ist 9. Ganz abgesehen davon musst du nicht jeden Abend blöd in den Kasten schauen. Ja, ich schaue nicht blöd in den Kasten, ich schaue mir die Weltnachrichten an. Sieh, du schaust dir nicht die Weltnachrichten an, du schaust die Marie-Claire Zimmermann an. Ja, bist du jetzt auf eine Nachrichtensprecherin eifersüchtig? Sieh, ihr schaust du jedenfalls zärtlicher in die Augen als mir. Und beträchtlich öfter. Ja, wer findet den Jamie Lannister so süß? Sieh, okay, Schluss. Walter, darf ich jetzt deinen Computer benutzen oder nicht? Ja, mein Computer ist selbstverständlich auch dein Computer. Aber dass sie jetzt meine E-Mails liest, machen das alle Frauen? Macht das auch Marie-Claire Zimmermann? So, ich überspringe jetzt ein wenig, weil ich möchte ja nicht einfach stur von vorn nach hinten durchlesen, sondern Ihnen ein paar Happen zuwerfen, von denen ich hoffe, dass Sie Interesse finden, das Buch dann zu kaufen und zu lesen. Nicht so wie beim Jakobus, bitte. Eine Eintragung ins Mitteilungsheft, die der Sohn selbst hineingeschrieben hat. Am Donnerstag ist Klassensprecherwahl, ich möchte kandidieren und bereite daher eine Wahlrede vor. Ich kann es mit Zettel oder mit PowerPoint. Dann eine Eintragung der Geschichtelehrerin, liebe Fam.Gruber. Leider hat Lukas in Geschichte schon wieder nichts gelernt, obwohl er gewusst hat, dass er heute einen Wissensstandstest hat. Schauen Sie sich bitte seinen Test an. Er hat von 38 möglichen Punkten 8 erreicht. Sie werden mir zugestehen, dass Lukas Lücken enorm sind. Siehe zum Beispiel die Antwort auf die Frage, durch welche Ereignisse sich die Neuzeit vom Mittelalter trennt. Die Antwort Ihres Sohnes, ich zitiere, wie Sie sehen werden, wörtlich: durch die Köpfung von Jesus. Der Test liegt zur Unterschrift in seiner Geschichtemappe. Professor Gerlinde Zehmann. Vater setzt sich am Abend an den Computer, lässt ein Gespräch Revue passieren, das er mit seinem Sohn geführt hat. Durch die Köpfung von Jesus, um Gottes Willen im wahrsten Sinne des Wortes, Lukas. Ich meine, abgesehen davon, dass Jesus nicht am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit gelebt hat, sondern circa eh nur 1500 Jahre vorher, weiß sogar deine 9-jährige Schwester, dass Jesus gekreuzigt wurde. Verurteilt, gekreuzigt, gestorben und begraben worden. Müssen wir jetzt vor dem Schlafengehen auch noch eine Einheit Beten einlegen? Ja, der Sohn: Eh gekreuzigt. Beruhig dich, Vater, ich weiß, dass Jesus gekreuzigt wurde. Ich bin ja nicht Caritas. Aber ich habe geglaubt, auch geköpft, vorher oder nachher. Der Vater: Auch geköpft, vorher oder nachher, wie du das sagst. Du sagst das, als würdest du sagen, hat am Kreuz noch einmal husten müssen, vorher oder nachher. Ich glaube, du schaust zu viel Game of Thrones und sag nicht, jemand ist Caritas. Was ist das für Schwachsinnsformulierung? Weißt du was? Ich werde dir das Taschengeld streichen, wenn du in Geschichte noch einmal 8 von 80 Punkten erreichst und 2 dieser 8 sowieso nur deswegen, weil du oben deinen Namen und das Datum richtig hingeschrieben hast. Und die anderen 6 wegen deiner Krücken aus Mitleid. Weil richtige Antwort hast du auf die 20 Fragen keine einzige gehabt. Unter welcher Flagge segelte der Italiener Cristoforo Colombo, als er Hispaniola seinen Namen gab? Und du schreibst unter amerikanischer Flagge? Wenigstens hast du ein Fragezeichen hingemacht,
Wahrscheinlich warst du dir nicht sicher, ob es nicht doch die Flagge des Roten Kreuzes war. Der Sohn, wieso Rotes Kreuz? Die haben damals noch überhaupt keine Schiffe gehabt. Glaubst du, das weiß ich nicht? Lukas, Kolumbus hat Amerika erst entdeckt. Und das wusste er nicht einmal. 8 von 80 Punkten, ich meine, da wird einem ja schlecht. Darauf her, Papa, was hast du immer mit 80 Punkten von 38? Wenn es 80 gegeben hätte, wäre es eh besser ausgefallen. So, ich überspringe jetzt wieder ein bisschen. Also es entspannen jetzt 2, 3 so Handlungsstränge. Ein Handlungsstrang ist die Wahl zum Klassensprecher, das überspringe ich. Er wird also auf merkwürdige Weise einstimmig zum Klassensprecher gewählt. Da ist einiges nicht ganz gut abgelaufen und ganz richtig. Er wird also tatsächlich, sitzt jetzt nicht mehr sein bester Freund neben ihm, sondern ein Mitschüler, den der Vater als Andi, der heißt in Wirklichkeit Herzig mit dem Familiennamen, der Vater hat aber dauernd Andi Herzog im Kopf und verwechselt es und hat also so ein bestimmtes Bild von diesem Sitznachbarn seines Sohnes im Kopf und mag den gleich einmal von vornherein gar nicht, ohne ihn zu kennen. Ja, und es passiert also ein bisschen was auch in der Familie, das will ich jetzt auch nicht verlesen. Und dann gibt es wieder eine Mitteilung, sehr geehrter Herr Gruber, wie Ihnen Ihr Sohn, von der Lehrerin, wie Ihnen Ihr Sohn bestimmt mitgeteilt hat, ist er letzte Woche zum neuen Klassensprecher der 3a gewählt worden. Dafür gratuliere ich einerseits herzlich. Sie hat nämlich versucht, es zu verhindern. Vor allem seine Wahlrede war beeindruckend, die er nicht selber geschrieben hat, sondern der Andi Herzig. Allerdings gibt es zum Ablauf der Wahl einige Ungereimtheiten, die ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Und sie lädt ihn also wieder vor. Auch zeigt Lukas gegenüber seinen Lehrern bzw. deren Arbeit nicht den nötigen Respekt. Er benutzt sein Werkstück aus textilen Werken, für das er, wie gesagt, dringend eine Note braucht, regelmäßig als Unterlage bzw. Serviette für seine Jause, die unglücklicherweise vornehmlich aus Käseleber, Käsesemmeln besteht. Entsprechend sieht auch sein Werkstück aus. In diesem Zusammenhang darf ich Ihnen mitteilen, dass Frau Professor Wunn, wieder rauskorrigiert, Rowling in Ernährung und Hauswirtschaft versucht, den Kindern die gesunde Jause schmackhaft zu machen. Leider entspricht das Jausenverhalten ihres Sohnes nicht dem Charakter der Schule, was wir schon allein wegen der Beispielwirkung nicht einfach hinnehmen können. Siehe Paragraph 1 unserer Hausordnung, die Sie nebenbei gesprochen offensichtlich noch immer nicht unterschrieben haben. Lukas konnte es jedenfalls auf Aufforderung wieder nicht vorzeigen. Ich bitte Sie auch deshalb, innerhalb der nächsten Wochen zu mir in die Sprechstunde zu kommen. Reingard Zöllner. Dann gibt es ein PS. Erhält Lukas noch Nachhilfe in Mathematik? Erscheint das Rechnen mit den rationalen negativen Zahlen überhaupt nicht begriffen zu haben. Daher habe ich ihm heute einige Übungsblätter mitgegeben, die Sie bitte mit ihm durchgehen mögen. Dann gibt es wieder eine Eintragung vom Sohn. Ich habe in Religion, also er entscheidet sich jetzt auch in Religion zu gehen, der Vater fragt nach, wieso willst du plötzlich in Religion gehen, du wolltest die ganzen Jahre zuletzt nicht mehr in Religion gehen. Er sagt dann, ja, weil alle gehen, dann sagt der Vater, wer ist alle, dann sagt der Sohn, Andi geht, aha, gut, also der Andi geht, jetzt geht er auch in Religion und sie haben einen neuen Religionslehrer und der sehr nett ist und jetzt schreibt er rein, der Sohn selbst, ich habe in Religion ein Referat zum Thema das Kreuz in der Schule. Ich halte es zusammen mit Andi Herzig. Wir sollen uns dafür durchgestrichen, so oft wie möglich treffen und es gemeinsam gut ausarbeiten. Das Referat ist Ende März, noch kein fixer Termin. Dann schreibt eine Lehrerin rein, liebe Eltern, in Musik übernimmt Herr Hofrat Dr. Dr. Weiser ab nächster Woche persönlich den Unterricht. Ich verabschiede mich umständehalber vorzeitig in die Pension. Mit herzlichem Gruß und danke für die intensive, gute Zusammenarbeit, Professor Gerda Schmeißer. Und der Vater setzt sich hin am Abend. Wer bitte war Frau Professor Schmeißer? Welche gute, intensive Zusammenarbeit! Ich habe den Namen noch nie zuvor gehört. Ist in Lukas' Klasse Musik überhaupt unterrichtet worden? Wieso weiß ich davon nichts? Heißt Musik noch Musik? Oder inzwischen so etwas wie tonhaftes Erleben und Wiedergeben? Und was hat Lukas dabei gelernt? Weiß er, wer die Fallout Boy sind?
Kann er singen? Beherrscht ein Instrument außer seinem Smartphone? Lukas, sagt der Vater, wen habt ihr bis jetzt in Musik gehabt? Lukas, die Schmeißer, die alte Bassgeige. Lukas, was heißt die alte, also Lukas, die Frau Professor Schmeißer? Ja, die Frau Professor Schmeißer, sie kann Bratsche, aber sie geht jetzt. Jetzt kriegen wir den Herrn Hofrat Dr. Doktor. Ja, der Vater, ich weiß, dass ihr euren Herrn Direktor als Musiklehrer bekommt, denn ich habe mir jetzt dein Mitteilungsheft angeschaut. Das hat er ihm nämlich eine Woche vorenthalten. Jetzt hat er es angeschaut. Und schon war das Thema Musik kein Thema mehr. Ich habe wegen deiner Wahl zum Klassensprecher eine Vorladung bekommen, Lukas. Kannst du mir dazu etwas sagen? Sohn sagt nichts. Also, keine Vorladung, natürlich eine Einladung, aber schon auch ein bisschen eine Vorladung. Echt, Lukas, da sind seit deinem Schulanfang gerade 2 Wochen vergangen und schon ist wieder alles wie vorher. Kannst du mir das bitte irgendwie erklären? Sagt der Sohn. Ja, Papa, kann ich. Die Schule ist leider wie vorher. Okay, und die Sache mit der Klassensprecherwahl? Ich hab dir eh gesagt, die Söllner wollte mich nicht als Klassensprecher. Drum haben die in der Klasse, also sie wollte mich von Anfang an nicht. Aber sie hat es jetzt zur Kenntnis genommen. Sie hat sogar gesagt, ich soll mich als Streitschlichter ausbilden lassen. Als was? Streitschlichter. Egal, ist jetzt zu kompliziert für dich. Aha, sagt der Vater, zu kompliziert für mich, danke. Aber die rationalen negativen Zahlen, die darf ich mit dir üben. Die sind nicht zu kompliziert für mich, gell? Was sind überhaupt rationale negative Zahlen? Der Sohn, Vater? Der Vater, was heißt Vater? Muss ich vielleicht wissen, was rationale negative Zahlen sind? Gehe ich noch in die Schule? Ich habe mit den irrationalen negativen Zahlen auf meinem Gehaltskonto genug zu tun. Also, was sind rationale negative Zahlen? Sohn, minus ein Drittel zum Beispiel? Aha, und was ist rational daran? Der Sohn, na, dass es eine Bruchzahl ist. Da waren sie wieder, diese amerikanischen Fragezeichen in seinem Tonfall, die Lukas neuerdings ununterbrochen in den Raum stellt. Minus ein Drittel zum Beispiel, dass es eine Bruchzahl ist. Ich nenne das die amerikanischen Fragezeichen, denn im Gegensatz zu einem europäischen Fragezeichen steht das amerikanische Fragezeichen nach einem Fragesatz, der eigentlich eine Antwort sein sollte. Und er hat auch eine ganz andere Bedeutung. Er bedeutet nämlich, ich habe gerade etwas gesagt, das im Grunde sehr einfach zu verstehen war. Ich halte es aber für ziemlich wahrscheinlich, dass du es nicht verstanden hast, denn im Grunde bist du ein Trottel, der nie was versteht. Minus ein Drittel zum Beispiel, dass es eine Bruchzahl ist, mit amerikanischen Fragezeichen. Früher war das anders. Früher eindeutig Antwort. Minus ein Drittel zum Beispiel, dass es eine Bruchzahl ist. Stimme runter, Antwort. Aber jetzt ein amerikanisches Fragezeichen. Du Trottel, du begreifst gar nichts. Das amerikanische Fragezeichen, das die jungen Leute heute ununterbrochen ihren Aussagesätzen hinterher schicken, ist mit den amerikanischen Teenie-Serien im Fernsehen gekommen. Sharon, was hast du jetzt eine geschlagene Stunde unter der Dusche gemacht? Geduscht, Mami. Dazu legen die jungen Menschen in diesen amerikanischen Serien dann ihr halbes Gesicht in Falten. Keith Richards Hilfsausdruck, wie Wolf Haas schreiben würde. Und schütteln den Kopf, als hätten sie ihm die blödeste Frage beantwortet, die ihnen jemals gestellt worden ist. Dass es eine Bruchzahl ist? Lukas, sprich nicht so mit mir. Nicht in diesem Ton. So kannst du in der Schule reden. Darauf der Sohn, in welchem, der völlig verwundert, weil die reden alle so. In welchem Ton spreche ich mit dir? Alter, du hast mich gefragt. Lukas, es reicht. So, jetzt überspringe ich wieder ein bisschen. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Schon, oder? Ja. Überspringen wir. Und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Teil des Buches. Wir sind schon auf Seite 52. So, wie man sich in so einem Tag schon im Ansatz täuschen kann. Da wachst du in der Früh mit einem Lächeln auf den Lippen auf, weil es Frau und Kinder einmal ganz ohne dein Zutun aus dem Haus geschafft haben. Du freust dich auf ein ausführliches Gespräch mit Frau Professor Reingard Söllner.
auf die steht er ja ein bisschen. Und dann mutiert der Tag, kaum dass du die Wohnungstür hinter dir zugemacht hast, A, B, C, D zum Horrortag. Das dicke Ende in 5 schlanken Worten zusammengefasst. Dein Sohn ist offensichtlich schwul. Und jetzt sieht man da sowas, das muss ich jetzt vorlesen. Das ist ein Post-it. Ja? Da steht auf der Vorderseite, steht: Chillst du heute wieder bei mir? Zuerst machen wir das Referat, dann dreht er das Post-it um, und dann noch andere Sachen. Meine Mutter ist nicht da. Smiley. Ich finde dich echt geil. Andi. Mit einem Herzerl. Das liest du jetzt natürlich zweimal, bevor du es immer noch nicht glaubst. Ich finde dich echt geil, Andi. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Da ändert sich an der Aussage nicht viel. Geil heißt geil und nicht sympathisch oder nett oder meinetwegen cool oder sonst so etwas. Um dir auszumalen, was das Angebot bedeutet, nach dem Referat noch andere Sachen zu machen, brauchst du jetzt auch nicht gerade einen neuen Farbkasten. Und dann quasi als Siegel über dem Verdacht das Herz, ein rotes Herz. Da schwirrt dir im ersten Moment natürlich der Kopf. Dieses Post-it, das du in Lukas Zimmer beim Aufräumen desselben zufällig im Papierkorb gefunden hast, legst du dorthin wieder zurück. Du gehst aus dem Zimmer, nimmst dir ein großes Glas Wasser und setzt dich einmal. Dein Sohn und ein Typ, kann das sein? Natürlich kann das sein. Gab es dafür schon Anhaltspunkte, die du vielleicht übersehen hast? Natürlich gab es die. Sagt er nicht immer wieder, er schaut sich die ZIP 1 wegen Rainer Hasiwa an? Als Mann schaust du dir die ZIP 1 nicht wegen Rainer Hasiwa oder Tarek Leitner an, sondern wegen Marie-Claire Zimmermann. Oder wegen Nadja Bernhardt, wenn du auf sinnliche Nasenflügel stehst. Und dann im letzten Semester diese Sache mit den roten Stöckelschuhen. Natürlich, das war wahrscheinlich gar keine Fotomontage, wie er immer behauptet hat. Das war wahrscheinlich echt, von wegen Cybermobbing. Der hat die roten Pumps freiwillig getragen. Und jetzt erzähl das einmal alles deiner Frau. Sag deiner Frau, wenn sie nach Hause kommt: Liebe Frau, wie war es heute bei dir? Bei mir war es eher durchwachsen. Und willst du wissen, warum? A, ist dein Sohn offenbar schwul? Und B, C und D interessiert dich jetzt eh nicht mehr. So, jetzt überlegt er sich, das überspringe ich, wie er jetzt weiter vorgeht. Soll er mit seinem Sohn reden? Tät er gern, aber der ist immer beim Andi Referat vorbereiten. Seiner Frau möchte das auch gern sagen, die hat aber komischerweise immer irgendwelche Abendtermine in letzter Zeit. Auch da entsteht ein Handlungsstrang, den ich jetzt nicht verrate. 2 Tage später, nach diesem Dings, finden sie sich aber wieder im Bett, die beiden, wieder sehr nebeneinander. Sie hat ein Buch in der Hand, Sie werden gleich sehen, welches. Er liegt neben ihr und möchte sie vorsichtig darauf ansprechen. Weil er ist sich nicht sicher, kann das sein, ist das, das kann ja nicht sein, oder? Aber irgendwas muss man schon machen, irgendwas muss man sagen. Und wie steht man dazu? Ist das unangenehm oder nimmt man das für selbstverständlich, weil man ist ein fortschrittlicher Vater? So, weißt du, sagt der Schatz, worüber ich schon länger mit dir reden will? Sie reagiert nicht. Ja, Sabine. Sie. Ja, jetzt leg doch bitte einmal dieses Buch weg. Klammer. Gut gegen Nordwind. Daniel Klärtauer. Er setzt fort. Ich meine, wir könnten im Bett wenigstens noch 5 Minuten reden, wenn wir da sonst schon nichts tun. Sie reagiert nicht. Er sagt, hörst du mir überhaupt zu? Sie, du Schatz, du tust im Bett sonst nichts. Ich lese wenigstens. Er sagt, lesen nennst du etwas tun? Sie, ach Walter, gut, reden wir. Dreht mit einem Stoßseufzer das Buch auf den Bauch. Also worüber willst du schon länger mit mir reden?
Hast du vielleicht eine Idee für ein neues Drehbuch? So etwas solltest du schreiben, Walter, tippt auf den Buchdeckel von Gut gegen Nordwind. Und willst du wissen, warum? Dann sag ich's dir jetzt. Weil die Menschen, die so ein Leben haben wie wir, lesen wollen, wie das Leben noch sein könnte. Nämlich spannend. Eigentlich hätte ich das Gespräch spätestens an dieser Stelle abbrechen müssen. Und zwar aus Gründen der Uneinbringlichkeit, wie es in Geldangelegenheiten heißt. Man sollte das Wort auch für Liebes- und Heiratsangelegenheiten einführen. Uneinbringlichkeit. Leider habe ich das Gespräch aber nicht abgebrochen. Im Gegenteil. Biene, weglegen das Buch, nicht umdrehen. Sie dreht es also, sie legt es weg. Er setzt fort. Sabine, du weißt ja, ich war vor 2 Tagen zuerst wegen Lukas bei der Söllner. Und wie ich dann zu Hause, sie unterbricht ihn. Ja, bei der Söllner. Ja, bei der Söllner. Beide schweigen ein bisschen. Sie sagt, ich habe dich gehört, weiter. Warte, und du hast sie auf die Wunderbaldinger mit ihrem depperten Topflappen angesprochen, richtig? Er auch. Sie, und was hat sie gesagt? Nein, warte, ich weiß, was sie gesagt hat. Dass sich deine Frau, nein, Gattin, sie wird Gattin gesagt haben, dass sich deine Gattin eine Nähmaschine zulegen sollte, richtig? Ja, Sabine, bitte. Sie, was heißt Sabine, bitte? Ja, A hat sie das nicht gesagt. B ist dieser Topflappen jetzt wirklich nicht das Wichtigste im Leben unseres Sohnes. Der hat andere Sorgen. Außerdem heißt die Wunderbaldinger seit längerer Zeit Rowling und nicht Wunderbaldinger. Jane Rowling. Aus dem Nebenzimmer schreit der Lukas hinein, sie heißt Jay, Vater, nicht Jane. J. Jay, wegen Johanna. Aus dem anderen Nebenzimmer, wer heißt Johanna? In meiner Klasse heißt auch eine Johanna. Alle sagen heilige Johanna, weil dann von einem Nebenzimmer ins andere Nebenzimmer. Der Lukas, was mischst du dich schon wieder ein, du Blödkuh? Die Mutter, Lukas, wie oft soll ich dir sagen, dass du zu deiner Schwester nicht Blödkuh sagen sollst? Lukas schreit so, ich hab geglaubt, fuck soll ich nicht sagen. Die Laura, ha, jetzt hast du's aber gesagt. Mami, hast du's gehört? Er hat fuck gesagt. Er muss 5 Euro zahlen. Der Lukas, halt die Fresse, du Blödkuh. Die Mutter, Lukas, jetzt ist Schluss. Der Vater, Lukas, echt jetzt. Die Mutter, entschuldige dich sofort bei deiner Schwester. Sofort. Entschuldigung, Blödkuh. Lauter, Blödkuh, nicht das. Entschuldigung, soll ich noch lauter sagen. Entschuldigung, fuck. Die Mutter, und ihr macht jetzt eure Türen zu und schlaft endlich. Verstanden? Die Laura, verstanden, Mami. Schlaf gut, Papi. Die Mutter, und du, Lukas? Ja, fuck. Womit die Stimmung, in der ich meine Frau vorsichtig für die mehrheitsgesellschaftlich gesehen suboptimale Variante von sexueller Orientierung unseres Sohnes hätte sensibel machen wollen, eigentlich dahin war. Einen Versuch unternahm ich noch. Sabine, dieser Andi Herzog scheint doch ein sehr guter Freund geworden zu sein von Lukas, wenn du mich fragst. Sie, welcher Andi Herzog? Sie, na, ja, sein neuer Sitznachbar. Sie, ah, du meinst den Herzig, Andi Herzig heißt er. Ist das der, mit dem er das Deutschreferat macht? Das Kreuz an der Wand oder so? Du meinst, wenn sie Referate miteinander machen, sind sie jetzt schon Freunde. Aber ist ja gut, wenn er einen Freund hat. Ja, nicht Deutsch, Schatz, Religion. Es ist ein Religionsreferat. Und der Titel des Referats lautet Das Kreuz in der Schule. Und ist es nicht ein bisschen, wie soll ich jetzt sagen, komisch, dass er plötzlich auf Religion so viel Wert legt, seitdem dieser Andi Herzog Herzig dorthin geht? Sie, das sagst gerade du, du wolltest immer, dass er in Religion geht. Sabine, Lukas steht in mindestens 3 Gegenständen, also zwischen 4 und 5, darunter Mathe, GZ, Englisch, das willst du alles gar nicht hören. Und dann trifft er sich mit diesem Andi für ein Religionsreferat 2-mal in der Woche. Sie, du übertreibst. Die Papiere sind auch keine Tragödie. Lukas ist schließlich nicht blöd. Er ist ein bisschen faul, aber nicht blöd, er ist mein Sohn.
Und Walter, sei ehrlich, du hättest dich als Schüler mit einem Mitschüler auch lieber für ein Referat zum Thema Kreuz an der Wand getroffen, als um mit ihm Integrale zu lernen oder sowas. Das ist doch ganz normal. Aber dieser Mitschüler hätte mich nicht geil gefunden und mir Post-its mit Herzerl geschickt, habe ich nicht gesagt. Gesagt habe ich, oder besser sagen, wollte ich. Sabine, ich finde, wir sollten uns diesen Andi einmal anschauen. Ihn kennenlernen. Immerhin ist er neu in der Klasse. Ich meine, wir wissen gar nichts von ihm. Lukas soll ihn uns vorstellen. Meinst du nicht? Aber auch zu diesem Vorschlag bin ich nicht gekommen. Beginnt Sabine plötzlich zu lachen, kriegt sich gar nicht mehr ein und kramt dann diese alte Geschichte aus ihrem Gedächtnis. Sie, apropos Kreuz an der Wand, kannst du dich noch erinnern, der dreijährige Lukas in unserem Thailandurlaub? Natürlich konnte ich mich erinnern. Wir waren gerade von unserem ersten Thailandurlaub zurückgekehrt. Da hörten wir Lukas aus unserem Schlafzimmer heraus glucksend rufen, Samalanda, Samalanda. Das war in Thailand seine Sprachvariante für Salamander gewesen. Mit diesem Wort hatte er aber vor allem die Geckos in unserem Bungalow gemeint, die dort an den Wänden lautlos und regungslos auf Moskitos gelauert haben. Aber jetzt? Ein Gecko in unserem Schlafzimmer? Neugierig folgten wir Lukas Stimme. Er erwartete uns schon. Andächtig an die Wand gelehnt, geduldig ließ er uns kommen und deutete dann freudenstrahlend die Wand nach oben auf den gekreuzigten Herrn. Da, Samalanda! Ach Walter, wie süß wir ihn damals fanden. Wenn du wüsstest, wie süß ihn heute gewisse Mitschüler finden, sagte ich natürlich auch nicht. Was ich sagte war, ob wir nicht wieder einmal in Thailand Urlaub machen sollten. Was meinst du, Biene? Vielleicht zu zweit? Sie, und die Kinder? Ja, was und die Kinder? Vielleicht täte es uns ganz gut, einmal 2 Wochen ohne die Kinder wegzufahren. Sie, und warum Thailand? Sie, na, weil wir damals doch noch richtig verliebt waren und uns eine kleine Reminiszenz vielleicht gut täte. Von wegen Minisex, meine ich. So schnell konnte ich den Satz gar nicht zurücknehmen, wie sich Sabine mit einem einzigen Wort, apropos, wieder den Nordwind in Position drehte und für den Rest der Nacht davon verblasen ward. So, das war's. Sind Sie zufriedengestellt oder muss ich weiterlesen? Ja. Ein bisschen weiterlesen? Na, Sie sind aber ein gutes Publikum. Wirklich wahr? Na, dann lese ich noch ein bisschen, das freut mich. Nimmer mehr viel, weil ich habe nicht so viel vorbereitet, aber einen Teil habe ich noch. Wir sind bereits auf Seite 138. Wenn ich so weitermache, kaufen soll ich das Buch nicht mehr, wenn es fertig ist. Ich muss jetzt eigentlich auf. Nein, ein Stückerl lesen. So, ein kleines Stückerl noch. Wir sind bereits knapp vor den Osterferien. Zum Glück beginnen nächste, also Computertagebuch, zum Glück beginnen nächste Woche die Osterferien. Im Hause Gruber zurzeit Niederlagen an allen Fronten. Eh nicht unbedingt meine, wenn man davon absieht, dass ich vermutlich der schlechteste Vater von Scheibs bis New Brunswick bin. Aber Lukas ist seit 2 Wochen völlig von der Rolle. Angefangen hatte das mit diesem Kehlgespräch. Wissen Sie, was das ist? Ja. Das gab es vorher, das habe ich übersprungen. Da gab es ein Kehlgespräch, das ganz aus der Fassung gekommen ist. Weil nämlich die Frau Gruber, Kehlgespräch, für die Sie es nicht wissen, heißt Kinder-Eltern-Lehrerinnen-Gespräch. Und ersetzt langsam in den neuen Mittelschulen den Elternsprechtag. Ursprünglich haben wir geglaubt, wir müssen keine Elternsprechtage mehr halten, weil wir die Kehlgespräche führen. In der Zwischenzeit müssen wir die Elternsprechtage trotzdem halten und die Kehlgespräche. In meiner Schule ist wurscht, es kommen eh keine Eltern. Ganz egal. Gott sei Dank. Das ist ein Vorteil, wenn man in einer Schule ist mit Migrationshintergrund 100%. Da kommen genau 3 Eltern und die brauchen einen Dolmetscher. Sagt man, nein, leider ist heute kein Dolmetscher da. Grüße. Nein, ich übertreibe jetzt. Ich bin jetzt ein bisschen zynisch. Ganz so ist es nicht. Es kommen schon ein paar Eltern zum Kehlgespräch, aber
Sätze in Grenzen. Wobei wir haben ja sowieso, also unsere Kinder und unsere Eltern haben meine Handy-Telefonnummer zum Beispiel. Und wenn was ist, wir brauchen in Wirklichkeit diese Kehlgespräche nicht. Also wozu, wenn wir was brauchen, holen wir die Eltern ja eh rein, beziehungsweise telefonieren mit ihnen ununterbrochen. Also das sind alles diese bürokratischen Dinge, die an das Lehrerinnenleben so versauern, oder? Weil immer noch was und noch was und noch was und zum Unterrichten kommt man nicht mehr, oder? Gut. Also, ein Kehlgespräch, das zu einem Sarggespräch geworden war. Sarg wie Sabine Gruber, weil da hat nur die Sabine Gruber geredet. Gut, dafür hat den Lukas nichts gekonnt. Aber dann ging es Schlag auf Schlag. Zuerst diese Sache mit der Spanischschularbeit. Lukas, du hast eine Spanischschularbeit gehabt. Ja. Warum? Vater, falsche Frage, Lukas. Also? Ja, na und? Ja, ist nicht so gelungen. Der Vater, was heißt das? Der Sohn, ne 5. Der Vater, ne 5, Lukas, kannst du nicht normal 5er sagen? Oder Binch oder Fetzen? Wenn es schon eine 5 geworden ist? Der Sohn, also einen 5er. Aber ich war nicht der Einzige. Fast die ganze Klasse, der Vater, interessiert mich nicht, was die ganze Klasse hat. Ich bin zum Glück nur dein Vater oder zum Pech. Und wieso habe ich diese Schularbeit nicht gesehen? Vor allem, wo ich sie angeblich unterschrieben habe. Lukas, fälschst du Unterschriften? Der Sohn, warum soll ich Unterschriften fälschen? Lukas, wieder die falsche Frage. Könntest du bitte antworten, statt Gegenfragen zu stellen? Und so weiter und so fort. Also, er hatte sie gefälscht. Dafür gab es gleich einmal für ein schlankes Wochenende Smart-Trottel-Verbot, sowie haufenweise böse Blicke, gesundes Abendessen und. Gut, in der ersten Wut bin ich vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Lukas, jetzt reicht's. Jetzt wird mein Herr Sohn also auch noch kriminell. Unterschriften fälschen. Ab sofort wirst du den Kontakt zu Nico van Butte einstellen und den zu diesem Andi Schwuli Superschnösel auch gleich. Seitdem du mit diesem Typen Kontakt hast, geht es mit dir den Bach runter. Ich habe nach Ostern sowieso einen Termin bei deinem Direktor. Am besten ich hole die Polizei gleich dazu. Werden wir ja sehen, ob dein Andi danach nicht eh wieder in Barcelona zur Schule geht. Blöde Sprüche klopfen, aber sonst nur Scheiße im Hirn. Der Sohn, Vater, was redest du da? Und lass Andi in Ruhe, was hat Andi damit zu tun? Und was heißt überhaupt Schwuli? Der Vater, was das heißt? Das heißt, das muss ich dir ja nicht erklären. Oder? Sohn sagt nichts, Vater redet. Eben. Und was ich da rede, du hast es, glaube ich, gehört, dass ihr alle zusammen, du hast es gehört. Die Laura aus dem Zimmer, das sage ich Mami, wenn sie nach Hause kommt, dass du Scheiße gesagt hast. Ja, Laura, mach die Tür zu, wenn ich mit deinem Bruder diskutiere. Der Lukas, du diskutierst nicht. Rede bitte mit mir, aber brüll nicht herum, bitte. Und lass bitte die peinliche Schimpferei auf Andi und auf Nico. Ich habe den 5er geschrieben, nicht sie. Andi hat einen 1er geschrieben und Nico einen 2er. Frag Mutter. Ja, Mutter, aha, wo ist eure Mutter überhaupt schon wieder? Sie war doch vorhin noch da, die Laura. Weggegangen, die neue Praktikantin treffen. Schon wieder. Bist du sicher, Laura? Und weißt du, wo sie trifft? Und wann sie kommt? Sie hat gesagt, sie gehen vielleicht nachher noch ins Kino. Sie hat mir schon das Gute-Nacht-Bussi gegeben. Das hörst du in einer solchen Situation genau gern. Mit der Praktikantin ins Kino. Schon das Gute-Nacht-Bussi gegeben. Und du weißt nicht einmal, dass deine Frau überhaupt fortgegangen ist. Da musst du dich schon sehr zusammenreißen, um den kulminierenden Ärger noch richtig zu fokussieren. Lukas, du gibst mir jetzt sofort einen Smart-Trottel und du kriegst ihn erst dann wieder zurück, wenn ich es für richtig halte. Oder nein, nicht die Mami, nur ich, wenn ich es für richtig halte. Ja, Alter, es ist bald Wochenende und wie soll ich dann alle erreichen? Oder sieh mich, wenn es was Wichtiges ist. Es gibt nichts Wichtiges, verstanden? Und du musst niemanden erreichen. Du sollst den Kopf endlich wieder bei der Schule haben. Und vor allem, fuck, keine Unterschriften fälschen. Und wenn jetzt einer von euch etwas von 5 Euro sagt, dann dreh ich durch, klar?
So, aus. Und jetzt höre ich wirklich auf. Jetzt lachen alle, weil jetzt muss ich schon wieder... Nein, sonst komme ich bis zum Schluss. Nein, aus. Danke fürs Zuhören. Danke.